Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und wir kommen zur Affamedia Live Gamer Extrem und zwar zum Hardware-Video. Ich muss das alles hier nur ein bisschen verstauen. Macht jetzt so im ersten Augenblick optischen schönen Eindruck, auch mit dem Bild jetzt hier vorne drauf. Live Gamer, also LG für Live Gamer und das X für Extrem. Seht ihr das? Ja, da seht ihr das. So. Und dann mit dem Rot sieht schon sehr, sehr schön aus. Aber die Katzen machen hier wieder nur Blödsinn und sind laut. So, und oben steht auch Affamedia mit dem Logo von... Seht ihr das da? Und hier vorne haben wir jetzt, da ist dieser komische USB, ja, steht auch da USB 3.0. Dann haben wir Compo In, also das ist dieser Mini, der aussieht wie so ein kleiner USB. Und dann haben wir hier HDMI In, HDMI Out. Der hat nämlich jetzt endlich mal HDMI In und HDMI Out. Weil vorher hatten die meisten Affamedias ja, die hatten zwar super Weiterleitung mit einer Reaktionsverzögerung gleich 0, aber kein Ausgang. Und jetzt haben sie endlich einen Ausgang. Und hier haben wir auch dann noch einen Eingang für Kopfhörer und für Mikrofon. Und hier fragt ihr euch bestimmt, was das ist. Das ist so ein Rädchen, das können wir hier abmachen. So eine Schraube ist das, seht ihr das? So, die können wir hier wegpacken. Und dann können wir das hier oben aufmachen. Dann haben wir das so eine Art Fenster. So, und dann können wir das hier rausnehmen. Das ist das Affamedia, seht ihr das? Das wird so ein bisschen glänzend, können wir rausnehmen. Sind hier auch noch andere drin? Ne, dann haben wir jetzt zum Beispiel nur das normale Affamedia Logo. Leuchtet das denn auch oder wird... Könnte so ja leuchten, das werde ich dann noch im Hardware-Check dann genauer sehen. Oh, wir haben so ja vier lange Gumminippel zum Stehen. Finde ich saugeil. Die kann man sich natürlich auch jedes x-beliebige Bild nehmen. Einfach irgendwas ausdrucken und dann muss es halt in der passenden, passenden Form ausgeschnitten sein. Ja, ist halt eigentlich nur unten da halt mit den Kerben. So, dass es hier so rinpasst. Da könnt ihr auch jedes x-beliebige Bild nehmen. So, dann einfach hier rin. Und so zugeklappt und dann einfach die Schraube hier wieder festgemacht. So, was ich geil finde, selbst an der Schraube ist das Affamedia Logo. Dafür ist die Schraube. Falls man die verliert, hat man hier noch, wo ist er denn? Hat man noch eine Ersatz? Würde ich jetzt sagen. Oder man will sie halt ein bisschen kleiner verblenden. Da hat man dann halt das so. Aber selbst hier das Affamedia Logo finde ich geil. Also ich stehe, ihr wisst ja, ich stehe auf so kleine Gimmicks. Ja, dann würde ich sagen, das wart jetzt, ach nee, Quatsch. Das wart nicht mit den Hardware-Videos. Wir haben hier noch jede Menge Kabel, die wir uns begutachten müssen. So, dann haben wir hier immer Klinke zu Klinke. Sieht auch sehr stabil aus. Auch vernünftig hier in der Buchsen, in dem Kabel drin. Ohne dass es locker ist oder irgendwas dergleichen. Finde ich gut. Ich brauche den, den will ich jetzt hier nicht irgendwie auspacken. Dann haben wir ein HDMI-Kabel mit bei. Den werde ich mit euch mal auspacken. Ich habe zwar genug HDMI. So. Das ist praktisch eben, dass, weil die meisten, die das jetzt sich kaufen, die haben halt ein HDMI-Kabel von der PlayStation 4 zum Fernsehen. Aber wenn das jetzt rankommt, dann kommt ja von der PlayStation 4 da ran und dann fehlt meistens einer zum Fernsehen und der ist halt mit bei, dass ihr das Gerät dann immer noch mit dem Fernsehen verbinden könnt. Silber, versilbert ist das. Kabel sieht auch ja nicht mal so dünn aus. Hm? Macht schon einen wertigen Eindruck, aber werden wir dann halt später sehen. Ich habe ja meine Highspeed HDMI-Kabel. So, die Schraube brauche ich jetzt nicht. Das brauchen wir auch nicht.
Das ist das, was ich euch gesagt habe. Das ist für die PlayStation 4. Das schließen wir hier hinten einfach an. Und dann gucken wir rum. So. Und dann habt ihr praktisch nur so einen kleinen Mini-USB dafür spart. Dadurch ist dieses Gerät jetzt ziemlich klein. Ja, im Gegensatz dazu, wenn man jetzt den normalen Stecker von der PlayStation nehmen würde. So. Also praktisch hier fünf Stecker. Seht ihr ja, wie viel Platz alleine für diese fünf Anschlüsse weggehen würden. Und dann haben wir hier den. Achso, nee, der ist nicht für die PlayStation. Den können wir benutzen, wenn wir wollen. Wenn wir so ein Komponentenkabel gerade angeschlossen haben an der PlayStation. Aber wir haben auch noch hier einen, der hat einen direkten PlayStation-Anschluss. Und so ein Mini-USB. Mini, der ist kein USB, aber so ein Mini, ihr wisst, was ich meine. So ein Spezialanschluss. So. Und dann können wir den einfach an eine PlayStation 3 ranhängen und fertig ist. PlayStation 4 hat ja HDMI. Funktioniert. Denke ich mal ganz super. Ich habe da schon positive Erfahrungen bei Haubaug und bei Elgato von Freunden gemacht, weil die haben ja alle ihren separaten Anschluss, um von diesem Fünffachkabel auf irgendwas kleinere zu kommen, um Platz zu sparen, um die Geräte natürlich dementsprechend kleiner machen zu können, weil könnt ihr ja ausrechnen, wenn hier HDMI dran ist, HDMI in, HDMI out und jetzt noch fünf von diesen Klinkekabeln, dann wäre das Ding alleine schon bis hier und dann halt noch den USB, also da, ja, dadurch werden die Geräte dann halt größer und so bleiben sie klein und kompakt. Den muss ich sowieso auspacken. Und zwar ist das der USB-Kabel. Den werde ich mir auch gleich mal angucken, wie lang der ist. So. Damit verbinden wir praktisch das Gerätchen mit unserem PC. Finde ich jetzt ein bisschen kurz, aber ein bisschen sehr kurz. Bisschen sehr, sehr kurz. Ja, da muss ich gucken, wie ich das hinkriege. Da muss ich dann wahrscheinlich einen langen USB-Kabel machen, dann werde ich mir das in der Nähe von meinem Laptop packen und dann einen langen langen HDMI-Kabel einfach zum Gerät spannen. Weil das ist ein bisschen sehr kurz und ich will ja auch nicht diesen USB 3.0 auseinanderruppen, weil dadurch habe ich ja die hohe Geschwindigkeit und so. Ich will ja nicht auf dem USB 2.0-Port damit arbeiten. Also werde ich mir das alles nochmal durch den Kopieren lassen, wie wir das heute am besten machen. Beziehungsweise nachher, bis dahin würde ich mich jetzt erstmal bei euch verabschieden. Das war jetzt erstmal Unboxing-Hardware-Video dazu. Und Hardware-Check mache ich dann nachher, wenn ich es anschließe, wenn ein bisschen was später ist. Ich muss gleich meine Tochter holen. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Und wie gesagt, dann werdet ihr in Zukunft Aufnahmen mit der AFA Media bei mir sehen. Ich hoffe, das klappt dann alles ein bisschen besser als was, wie es jetzt geklappt hat, weil nach den letzten Updates hat meine Aufnahmemöglichkeit so gut wie gar nicht mehr funktioniert. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.